Hallo liebe Leute, im Folgenden die Diskussion über den Rügungsantrag gegen Jörg Meuthen, zusammengeschnitten auf unter eine Stunde. Ursprünglich ging die Diskussion 1 Stunde 40. Herausgeschnitten habe ich alles Organisatorische und die Abstimmungen. Es sind alle Redebeiträge enthalten. Es wird, denke ich, ganz gut die unterschiedliche Stimmungslage auf beiden Seiten deutlich. Viel Spaß beim Gucken. Ja, die Presse hatte ja schon über unseren Antrag aus Freiburg berichtet. Er wurde dargestellt als Manditsch-Antrag, als würde es hier um eine persönliche Fehde gehen. In unserem Kreisvorstand sind auch liberale Mitglieder, aufmerksame Parteikollegen, die mit Sorge die Entwicklung des Bundesvorstands beobachten. Wir haben gesehen, dass wir in der Wählergunst genau dann eingebrochen sind, wenn dieser Bundesvorstand unter diesem Bundessprecher Meuthen sich distanziert hat, wenn er die eigenen Leute angegriffen hat. Herr Meuthen arbeitet mit einem Kredit, der nicht gedeckt ist. Er behauptet, wenn wir uns möglichst scharf abgrenzen und die eigenen Leute attackieren, ich nenne jetzt mal die Causa Kalbitz, man kann von ihm halten, was man will. Aber gebracht hat es uns nichts. Die Verfassungsschutzbeobachtung geht weiter und Sie arbeiten hier mit Prämissen, die sich einfach nicht bewahrheiten. Und Sie lernen nicht daraus. Sie machen einfach weiter, während die Beobachtung voranschreitet. Und das liegt eben nicht daran, dass die Leute disziplinlos seien. Das ist Blödsinn. Wir haben es einfach nicht in der Hand. Unsere Gegner, sagen Sie auch nicht immer Verfassungsschutz, sagen Sie doch einfach die Regierung, die Altparteien, die werden alle Register ziehen. Egal wie scharf sie sich abgrenzen, egal wie viele Kurse wir bei Professor Murswig belegen und uns genau anschauen, was darf man denn jetzt sagen und was nicht. Und wenn Sie in die Mail reinschreiben, hier, wir klagen jetzt, aber wenn wir kein Recht bekommen, dann werden wir einfach alles akzeptieren. Dann geben Sie unser Schwert im Meinungskampf aus der Hand und dann können wir nur verlieren. Was wir hier haben, ist ein Meinungskampf. Es geht nur darum, in der Bundesrepublik die Meinungshoheit zu gewinnen. Und wenn wir einfach nur brav immer sagen, na gut, wenn wir das nicht mehr sagen wollen, dann sagen wir das einfach nicht mehr, dann geben wir diesen Kampf auf. Und deswegen muss von diesem Parteitag ein deutliches Signal ausgehen. Wir wollen auch alle Mitglieder einbinden, aber doch bitte auf Augenhöhe, ohne Beschimpfungen und mit Respekt. Und diesen Respekt haben Sie missen lassen, Herr Meuthen. Hören Sie auf mit Ihrem Spalterkurs. Ich denke, das reicht. Der Bundesparteitag missbilligt die Unterstellungen aus der Begrüßungsrede von Professor Dr. Meuthen und weist diese Unterstellungen zurück. Parteifreunde, das ist kein Antrag von mir als Person, das ist ein Antrag, über den der Landesvorstand Brandenburg gestern gemeinsam beschlossen hat. Wir beantragen, wie gerade vorgelesen, dass die Unterstellung aus der Brandrede, wie die Presse sie zitiert, von Professor Dr. Meuthen missbilligt und zurückgewiesen wird. Professor Dr. Meuthen hat gestern hier sein Rederecht missbraucht. Brandrede, Wutrede, Meuthen rechnet ab, Meuthens Frontalangriff. Das sind die Pressereaktionen auf unseren Sozialparteitag, mit dem wir ein Zeichen setzen wollten, dass wir nach langer Zeit endlich ein Rentenkonzept haben. In der schwersten Zeit Deutschlands hätten wir gestern signalisieren können, wir sind für alle Bürger da, vor allem auch für diejenigen, die ihre Freizeit um ihre Existenz bangen. Ich kann verstehen, Herr Professor Dr. Meuthen, dass Sie sich gestern geärgert haben, dass Ihr Rentenkonzept nicht mehrheitsfähig war. Das war vorab zu erahnen. Aber das nennt man Demokratie und ist zu akzeptieren. Und es ist vor allem nicht das erste Mal, dass durch Äußerungen unseres Bundessprechers Meuthen im Nachgang Diskussionen um die Spaltung unserer Partei entbrennen. Das ist schädlich für den Fortgang unserer erfolgreichen Parteigeschichte. Pressereaktionen überlagern diese wichtigen sozialen Themen. Und damit wurde dem Ansinnen und des Anspruchs dieses Bundesparteitages erheblich geschadet. Wer Disziplin von der Partei fordert, sollte das vorleben und diese Bühne nicht zur Abrechnung unlieber Parteimitglieder missbrauchen. Und deswegen muss über diese Rede gesprochen werden. Die Einheit unserer Partei hat oberste Priorität, denn eine gespaltene AfD hat weder jetzt noch in Zukunft eine Chance. Wir sind Volkspartei, auch dank vieler demokratischer Kräfte.
Straße. Und Professor Dr. Meuthen hatte sich gestern mit hunderttausenden Corona-Maßnahmen-Gegnern verdorben. Aber ich sage, wir sind diejenigen, die diesen Menschen draußen eine Stimme geben. Und ich werde mir meine Demonstrationsfreiheit nicht nehmen lassen, denn wir sind auch die Verteidiger unserer Grundrechte. Ich war am 18. November mit in Berlin, wie viele von euch vielleicht auch. Ich stand neben den Wasserwerfern und ich habe gesehen, dass die Menschen dort friedlich waren. Und Herr Professor Dr. Meuthen, wenn Sie in Brüssel zu weit weg sind von der Basis, dann sollten Sie öfter mal an der Basis teilnehmen. Wir brauchen eine Führung, die mutig ist und die freundlich ist. Wir brauchen eine Führung, die unsere Parteimitglieder eint und motiviert. Wir brauchen eine Führung, die unsere Partei und Wählern mit Zukunftsvisionen zusammenhält. Und das fehlt mir bei Ihnen leider. Vielen Dank. Die Redezeit ist vorbei. Gut. Herr Kleinwächter, ich beantrage die Nichtbefassung mit diesem Antrag. Aus Gründen des Schutzes unserer Partei seid ihr denn des Wahnsinns? Eine Debatte über den Parteivorsitzenden zu beginnen, wo wir hier mit Einheit rausgehen müssen, mit einem Sozialkonzept, mit positiven Nachrichten. Wenn wir jetzt 30 Redner anhören, mit Kritik oder irgendeiner Verteidigung, dann haben wir nur diese Diskussion in der Presse. Und dann denken die Leute über unseren Corona-Parteitag, dass das hier eine reine Katastrophe ist. Brecht diese Diskussion ab zum Schutze unserer Partei. Über den Parteivorsitzenden werden wir uns intern debattieren müssen und Entscheidungen treffen, wenn er zur Wahl steht. Es ist wirklich eine Bitte, das jetzt abzubrechen. Danke. So, ganz kurz, Herr Kleinwächter, laufen Sie noch nicht weg. Herr Kleinwächter, noch nicht weglaufen, bitte. Also nicht Befassung mit dem Antrag SN3, ist das richtig? Ja, okay. So, eine Gegenrede ebenfalls am blauen Saalmikrofon. Meine Damen und Herren, das ist Altparteiengehabe. Wenn mir was nicht passt, dann macht man die Kritiker mundtot. Das ist schäbig, das ist ein wirklich der Schaden. Und vor allem, Herr Kleinwächter, und das ist das Miese daran, Sie verdrehen hier die Schuld. Wenn ich als Parteisprecher hingehe und unsere Wähler beschimpfe, dann muss ich mich dafür rechtfertigen und ich darf nicht jetzt sagen, ach nee, wir dürfen das nicht wieder gerade biegen. Wir müssen doch zu unseren Wählern erklären, das war Mist, dass sie beschimpft wurden. Wir können doch nicht einfach die Leute als Covidioten beschimpfen. Das ist der Schaden, der entsteht. Und da können Sie nicht hingehen, wir reden nicht darüber. Das ist wirklich schäbig, das Ganze. Vielen Dank. Dann kommen wir zur Abstimmung über den Geschäftsordnungsantrag von Herrn Kleinwächter auf Nichtbefassung 1. Dann bitte ich die Abstimmung zu schließen und das Ergebnis einzublenden. So, wir befassen uns also weiter mit dem Antrag. Ja, liebe Parteifreunde, als vor ungefähr einem Jahr in der Bundesprogrammkommission die Fetzen geflogen sind und wir uns über das Konzept nicht einigen wollten, habe ich, um die Wogen etwas zu glätten, gesagt, ich wünsche mir, dass von diesem Parteitag ein Zeichen der Einigung ausgeht und der Geschlossenheit. Und das hätte auch fast klappen können. Wir haben nämlich heute gestern einen sehr guten Leitantrag zur Sozialpolitik beschlossen, in dem Lösungen sind, die keine andere Partei präsentieren kann. Aber wenn ich heute in die Presse gucke, dann lese ich dort nichts von einem Leitantrag. Ich lese nur, dass Herr Meuthen herausgefunden hat, dass die Querdenker rechtsradikal sind, dass wir in unseren eigenen Reihen rechtsradikal sind, dass er den Kampf angesagt hat. Das, liebe Parteifreunde, das ist parteischädigend. Da müssen wir heute drüber abstimmen. Da müssen wir eine klare Absage erteilen, dass das nicht nochmal vorkommt. Ich stelle fest, dass diese Versammlung sich heute mit diesem Antrag befassen möchte. Aber ich möchte nicht, dass wir uns 2 Stunden damit befassen. Deswegen stelle ich den Antrag auf Ende der Rednerliste. Also alle, die hier, können noch sehr gerne, aber nicht, dass es einfach ewig weitergeht. Danke. Wir haben jetzt 2-mal SN3, den Ablehnungsantrag, abgelehnt. Jetzt kommt der nächste Antrag. Hört doch auf, diese blöden Anträge zu stellen. SN3 ist zugelassen, also wird er auch debattiert. Ja, vielen Dank, liebe Freunde. Wir haben schon gestern Abend, glaube ich, über die Rede von Jörg Meuthen viel diskutiert. Das ist auch, glaube ich, der richtige Ort dafür. Und was war die Kernaussage? Die Kernaussage war mehr Selbstdisziplin, weniger Selbstdarstellung. Ich glaube, das können wir alle unterschreiben. Ja, man konnte mit einigen Spitzen, war man vielleicht nicht zufrieden, aber ich glaube, es ist ein schlechter Stil, wenn wir künftig jede Rede des Bundessprechers dann nochmal zu einem eigenen Top machen und lange diskutieren, wollen wir auch den Abbruch
des Interviews mit Frau Weidel jetzt diskutieren. Leute, ich bitte euch, die Kirche im Dorf zu lassen und bei allen folgenden Diskussionen jetzt Ruhe zu oder ein bisschen abzurüsten. Ja, solche Reden müssen auch mal brennen und zackig sein. Genau dafür ist Herr Meuthen gewählt worden, um zu führen. Das ist ihm jahrelang vorgeworfen, dass er nicht führt. Jetzt führt er mal. Und wer führen möchte, sollte bitte Sprecher im Bundesvorstand bleiben. Dazu ist jeder aufgerufen. Das sollte er tun, aber nicht dann hier im Nachhinein nachtreten. Danke. Dankeschön. Dann geht's weiter am roten Saalmikrofon. Das Mikrofon? Hallo. Der Herr Mannitsch war gestern derjenige, der die Presse ausschließen wollte, um keine unschönen Bilder zu machen. Heute stellt er einen Antrag, um den Bundessprecher zu beschädigen. Der Herr Mannitsch ist die Person, die behauptet, es gibt ja keinen großen Unterschied zwischen NPD und AfD. Der Herr Mannitsch ist derjenige, der ein tanzendes Video gemacht hat, wo der Herr Meute zu Grabe getragen wurde. Bei Twitter im Frühjahr. Leute, lasst uns doch nicht von solchen Leuten triggern hier. Der Herr Meuthen hat klar gesagt, wir brauchen Disziplin. Und solche Leute wie der Herr Mannitsch zeigen eben, dass wir nicht in Mithaftung genommen werden will. Ich will nicht mit so jemandem in Mithaftung genommen werden, der uns mit der NPD vergleicht. Und das ist es, was der Herr Meuthen gesagt hat. Und das war der Kern der Aussage gestern. Deshalb bitte ich entsprechend um Ablehnung dieses Antrages. Dankeschön. Herr Wolf, bitteschön. Ja, liebe Mitglieder, Jörg Meuthen hat gestern eine wichtige Grundsatzrede gehalten. Da ist nicht entscheidend, ob man jede einzelne Formulierung daraus mitträgt. Ich hätte zum Beispiel die Bismarck-kritischen Worte weggelassen. Aber was ist die Kernbotschaft? Das klang eben schon an. Die Kernbotschaft ist mehr Disziplin. Die Kernbotschaft ist, wir stehen an einer entscheidenden Situation unserer Partei, in der die Altparteien versuchen, uns mit dem Verfassungsschutz kaputt zu kriegen. Und da gilt es, klug zu sein, nicht sich zu verbiegen. Aber er hat gesagt, wir dürfen unser Projekt der Partei nicht kaputt machen lassen von wenigen Querulanten, Spinnern und Chaoten. Darum geht es. Und diese Rede ist nicht spalterisch, sondern diese Rede tritt ein für die große Mehrheit unserer bürgerlich-freiheitlich-konservativen Partei. Spalterisch sind diejenigen, die Jörg Meuthen hier dafür jetzt kritisieren wollen. Unterstützen wir Jörg Meuthen. Herr Dr. Wolf. Vielen Dank. Liebe Freunde, wir haben gestern etwas erlebt, was wir jahrelang nicht hatten, nämlich Führung. Und dafür bin ich Jörg Meuthen erstmal dankbar. Das war nämlich völlig richtig, was er gemacht hat. Wir sind im Moment in einer unter 10% Blase. Da kann man nicht drauf aufgeilen, wie toll Systemopposition wir sind. Das bringt aber dem Land nicht weiter. Wir sind ab heute wieder wählbar draußen. Wir sind ab heute eine wirkliche Gefahr für die Altparteien. Weil nur so, wenn wir wählbar werden und an die 20% rankommen, sind wir für diese parlamentarische Demokratie wirklich für die Etablierten eine gefährliche Partei. Wenn wir so weitermachen wie jetzt mit Mannitsch und anderen, dann haben wir es verarscht, dann haben wir es vergeigt. Dann können wir nach Hause gehen, liebe Freunde. Das war Führung. Und für diese Führung bin ich Professor Dr. Jörg Meuthen dankbar. Dieser Ton? Danke. So, bitteschön. Jürgen Pohl, Bundestagsabgeordneter, Sozialpolitiker. Hier geht es um die Arroganz von Professor Dr. Meuthen. Wir arbeiten seit 3 Jahren an einem Sozialprogramm. Wir arbeiten dafür, dass uns die Proletarier, die Arbeitnehmer wählen. Und er spricht von Verprollung. Das kann nicht sein. Er schickt Querdenken nach Hause. Das kann nicht sein. Und das Ganze hat Methode. Wir hatten die Jogginghosenfraktion. Wir hatten Niemand will hier eine Partei spalten. Wir hatten Ausschlussverfahren, dass wir uns nicht mehr halten können. Herr Dr. Meuthen, Ihre Zeit in der AfD ist vorbei. Vielen Dank. Dann als nächstes Herr Paul. Ja, liebe Parteifreunde, eins ist doch ganz klar, wir sind doch keine Versammlung von Schneeflöckchen, denen man jeden Tag auf die Schulter klopfen muss und sagen muss, ihr seid toll, alles in Ordnung, macht so weiter. So eine Führung brauche ich doch gar nicht, liebe Freunde. Und natürlich
ist es richtig, ich bin auch ein Bewunderer von Bismarck, aber wir erleben eine Zeit, in der alles umgepflügt wird. Stichwort Industrie 4.0. Wir erleben eine neue technische Revolution. Wir müssen doch eine moderne Partei sein. Wir müssen doch die Begriffe Homeoffice, wie geht es mit den Innenstädten weiter? Das können wir doch nicht mit alten Konzepten lösen. Wir sind nicht die Partei der Rückwärts, wir müssen nach vorne schauen. Und dafür steht Jürg Meuthen. Die Querdenkerbewegung. Ja, es ist richtig. Es ist richtig, da sind viele, viele Menschen dabei. Ganz normale Menschen, die sich an diesen Maßnahmen stören, die ein Problem damit haben, dass ihre Grundrechte immer weiter eingedampft werden. Aber es ist eben auch eine Bewegung von Attila Hildmann und anderen Konsorten. Und ich bin nicht der parlamentarische Arm dieser Konsorten. Ich bin der parlamentarische Arm der AfD und sonst keiner Bewegung. Das mache ich doch keine parlamentarische Arbeit. Und wenn man einen Satz noch. Wenn ich den Herrn Mandic höre, fällt mir nur ein Begriff ein. Inshallah, ich kann ja eh nichts tun. Das ist eine Absage an jede Politik. Liebe Parteifreunde, ich erwarte von einem Bundesvorsitzenden, dass er integrativ ist, dass er konstruktiv ist, dass er vermittelt, dass er moderiert, ausgleichend wirkt und Brücken baut. Und lieber Herr Dr. Meuthen, das haben wir nicht erst seit Ihrer jetzigen Rede gehört. Sie haben diesen integrativen Kurs bereits seit Beginn dieses Jahres verlassen. Und ich bedauere das zutiefst, denn ich war mal ein großer Fan und Unterstützer von Ihnen. Aber offensichtlich werden Sie mit dieser Partei, so wie sie sich darstellt, nicht mehr glücklich. Sie wollen eine andere Partei. Sie wollen nicht, dass wir hier ausgleichen, dass alle gemeinsam an einem Strang ziehen, sondern Sie sind offensichtlich zu der Erkenntnis gelangt, dass ein ganz erheblicher Teil dieser Partei nicht mehr zu ihr gehört. Und deshalb würde ich mich freuen, Sie haben ja vielleicht auch selbst noch mal einen Wortbeitrag angemeldet, wie es uns als Partei weiterhelfen soll, wenn nach Ihrer gestrigen Rede und den Entscheidungen, die wir hier getroffen haben, Ihre Fans in den sozialen Netzwerken unter anderem schreiben, der Kurs wäre jetzt klar, das große Schlachten würde jetzt beginnen und selbst wenn wir 40% unserer Mitglieder und Wahlerfolge im Osten verlieren würden, dann wäre es das wert. Meuthen hat den Kurs vorgegeben. Das kann es doch wohl wirklich nicht sein. Dankeschön. Vielen Dank. Die Antragsteller, die sprechen immer von Einigkeit. Welche Einigkeit meinen die? Das ist die Einigkeit einer Bewegung, wie es die Antragsteller, aber auch Björn Höcke immer sagen. Das ist die Einigung, die Einigkeit der neurechten Bewegung. Und da sind Pegida, Querdenker und so weiter das Harmlose. Das andere sind NPD, neue Rechte und so weiter. Diese Einigkeit brauchen wir nicht. Wir brauchen die Einigkeit der Partei der Alternative für Deutschland. Und dafür steht Jürg Meuthen und dafür danke ich ihm. Vielen Dank. Dankeschön. Dann geht es jetzt vorne weiter mit Herrn Brandner. Ja, liebe Freunde, ich soll den Puls runterfahren, aber ich glaube, ich habe gar keinen Puls mehr nach dem Verlauf dieser Debatte. Gestern der Tag, wie fing er an? Mit einer bombastischen Rede von Tino Chrupalla. Er hat einen Parteitag eingeleitet, ein Programmparteitag, mit dem wir das Signal senden wollten, wir sind die Experten in der Sozialpolitik, in der Rentenpolitik und in der Wirtschaftspolitik. Es fing super an. Und was kam dann? Ein Torpedo von Jürg Meuthen. Er hat das torpediert, medial überlagert, er hat schweren Schaden unserer Partei und diesem Parteitag zugefügt. Welche Motive haben ihn geleitet? Ich weiß es nicht, aber es sind keine guten Motive. Denn ihr Weg, den Jörg Meuthen im März dieses Jahres mit Spaltungsdebatte eingeleitet hat, führt er unbeirrt vor. Lieber Jörg, dieser Weg ist ein Irrweg. Dieser Weg ist falsch. Du spaltest die Partei. Komm zu uns zurück. Du hilfst damit nur den Altparteien. Es ist nicht gut für diese AfD. Es schadet der AfD. Es hilft nur den Altparteien, Jörg. Komm zurück in unsere Familie. Dann nehmen wir dich auch gerne wieder auf. Vielen Dank. Dankeschön. Die nächste Wortmeldung, wir haben einen Geschäftsordnungsantrag am blauen Saalmikrofon. Bitte schön. Ja, schönen Dank. Nach dieser Brandrede von Herrn Brandner, meine ich, ist ja auch schon fast alles gesagt. Aber natürlich sollte auch Herr Meuthen noch zu Wort kommen. Und deswegen beantrage ich, Herrn Meuthen jetzt noch zu Wort kommen zu lassen. Eine Minute und dann Schluss der Debatte. Gut, beantragt. Gibt es dazu eine Gegenrede am blauen Saalmikrofon ebenfalls?
Ja, ich möchte mich gegen den Antrag aussprechen. Jetzt haben ihn alle möglichen Leute 10 Minuten, 20 Minuten lang beschimpfen dürfen. Und Herr Meuthen soll jetzt eine Minute antworten dürfen. Das ist wohl etwas einseitig, dieser Antrag. Und deswegen bitte ich darum, den abzulehnen. Vielen Dank. So, das ist die Gegenrede. Liebe Freunde, was wir doch alle verlangen wollen und verlangen müssen, ist, dass diese Partei auch Richtung und Rall bekommt, dass sie geführt wird und vor allen Dingen, dass auch Klartext gesprochen wird. Ich meine, das liegt in der Genetik von Patrioten, auch Klartext zu sprechen. Und genau das hat unser Bundessprecher gestern getan. Und wenn dann schon die Antragsteller Wessin und Mandic auf die Presse verweisen und die Reaktion der Presse und darauf verweisen, was die Umfrageergebnisse anbetrifft, dann führen wir uns doch bitte mal vor Augen, dass Jörg Meuthen genau das angesprochen hat, was letzte Woche im Bundestag passiert ist, nämlich, dass sich einzelne Abgeordnete aus rein populistischen Gründen, aus rechtswidrigen Motiven heraus eben in die Ziellinie begeben haben. Und genau das hat er angeprangert. Und das Ergebnis haben wir, wenn wir schon Umfrage zitieren wollen, gestern in Forsa gesehen. Da liegen wir nämlich auf 7%. Das ist die Realität. Und mit solchen Auswüchsen in unserer Partei, die uns allen schaden, muss Schluss sein. Und genau das hat Jörg Meuthen angesprochen. Und das erwarten wir von einem Bundessprecher. Vielen Dank. Ja, liebe Parteifreunde, ich kritisiere die Rede von Herrn Meuthen, weil ich nicht glaube, dass diese Diskussion unsere Partei einigt. Nein, sie spaltet sie noch weiter. Und weil diese Diskussion schon angeschnitten worden ist, möchte ich noch zwei Punkte ansprechen, die hier zur Debatte stehen. Das eine ist die Frage des Umgangs mit dem Verfassungsschutz. Und ich sage ganz klar, der Verfassungsschutz hat sinnvolle Aufgaben. Aber wenn wir uns in die Logik des Verfassungsschutzes zur Beurteilung politischer Parteien hineinbegeben, dann haben wir verloren. Wir dürfen uns diese Einschätzungen niemals zu eigen machen. Und der zweite Punkt betrifft den Umgang mit der Querdenkerbewegung. Politik ist vor allen Dingen auch Stimmung im Land. Die Menschen, die heute auf die Straße gehen, sind die mutigsten Menschen in diesem Land. Es sind nicht die, die auf den Sofas sitzen. Die Querdenkerbewegung muss selbstverständlich unser Partner auf der Straße sein. Alles andere wäre der Weg zu den Etablierten und weg von der Volkspartei. Vielen Dank. Als nächstes Professor Jörg Meuthen. Wir haben einen GO-Antrag am blauen Saalmikrofon. Den nehmen wir noch schnell, bitte. Ja, ich würde beantragen, dass Herr Meuthen aufgrund der Reden, die gegen ihn bzw. für diesen Antrag gehalten wurden, auch eine längere Redezeit als nur eine Minute bekommt, sondern 3 Minuten. Der Antrag ist, die Redezeit für Herrn Meuthen auf 3 Minuten festzulegen. Gibt es dazu eine Gegenrede? Eine Gegenrede kommt gerade doch am blauen Saalmikrofon. Meine Damen und Herren, Sie haben das eben gesehen, die organisierten Unterstützer von Herrn Meuthen haben eben sofort die Mikrofone hier geflutet. Sie haben sich hier angestellt, so die standen hier entsprechend. Sie haben das eben bei den Gegenreden gesehen. Hier ist es, glaube ich, genug Propaganda für Herrn Meuthen eben gemacht worden. Das können wir uns ersparen. Dankeschön. Ja, danke schön. Ich danke zunächst für die Gewährung von 3 Minuten. Ich finde das angemessen, weil es geht hier um meine Rede und mich. Und da möchte ich die 3 Minuten gerne auch nutzen, um Gegenrede halten zu können. Was hier geschieht, ist eine gezielte, ideologisch motivierte Verdrehung meiner Rede von gestern. Ich habe mich weder gegen Otto von Bismarck als bedeutende Figur der deutschen Geschichte ausgesprochen, sondern ich habe gesagt, dass die Rezepturen für das Morgen nicht zu gebrauchen sind. Das ist was völlig anderes. Schon gar nicht, liebe Freunde, schon gar nicht habe ich mich gegen die Querdenkerbewegung ausgesprochen, sondern, dann schauen Sie sich die Rede an, sie ist ja verfügbar, sondern ich habe sogar gesagt, dass da sehr viele, sehr vernünftige Menschen ihre berechtigte Kritik vorbringen, dass sie ihr Demonstrationsrecht in Anspruch nehmen, dass sie das dürfen müssen. Was ich angemahnt habe, ist eine kritische Distanz zu den nicht seriösen Personen, die es da auch gibt, weil die uns gut ansteht, weil es uns sonst schadet, liebe Freunde. Ich habe mitnichten
mich mitnichten gegen die Querdenkerbewegung im Ganzen ausgesprochen. Und jeder kann das kontrollieren. Es ist ja frei verfügbar. Schauen Sie sich's an und Sie werden sehen, das habe ich nicht getan. Schon gar nicht habe ich mit meiner Rede zu irgendeiner Form von Spaltung aufgerufen. Denn die ist überhaupt nicht in meinem Interesse. Sondern, liebe Freunde, ich habe eine neue Einheit in Disziplin angemahnt. Und das erscheint mir tatsächlich dringend notwendig. Wir brauchen diese Disziplin. Und das ist auch heute noch richtig. Wir stehen vor einem großen Wahljahr. Wir sind durch diese ganzen Disziplinlosigkeiten mittlerweile, es wurde eben erwähnt, in der Vorsa-Umfrage auf 7% abgerutscht. Das ist unmittelbare Auswirkung dessen, was zum Beispiel im Bundestag am 18.11. passiert ist. Ich will, liebe Freunde, dafür bin ich gewählt. Ich will mit ganzem Herzen den Erfolg unserer Partei, und 2021 wird ein entscheidendes Wahljahr, aber diesen Erfolg werden wir, und das ist das, was mich zu dieser Rede veranlasst hat, diesen Erfolg werden wir nur mit seriösem Auftreten erzielen, nicht mit irgendwelchen Aktionen vor Funkhäusern, nicht mit dem Antrag, die Presse auszuschließen. Das geht so nicht. Wir müssen, und dafür stehe ich hier, wir müssen eine bürgerliche Partei sein, eine Partei bürgerlicher Vernunft, die seriös auftritt. Nur damit können wir Erfolg haben. Das alleine mahne ich an. Und lassen Sie mich noch Folgendes sagen, dafür bin ich gewählt. Und das fülle ich aus. Ich sehe das als meinen Auftrag. Ich mache das nicht zum persönlichen Vergnügen, sondern ich mache das aus einem tiefen Verantwortungsgefühl. Wem das nicht behagt, der möge einen Abwahlantrag stellen. Der ist zu diesem Parteitag nicht gestellt. Können Sie ja gerne zum nächsten Parteitag machen. Sie müssen zum Ende kommen. Das ist völlig frei. Aber bitte schön, ich tue das, wofür ich gewählt bin, von knapp 70% der Mitglieder, in fester Überzeugung, dass nur wir hier dieses Land reparieren können, liebe Freunde. Nur wir und niemand sonst und nur mit Vernunft. Vielen Dank. Die Redezeit ist vorbei. Vielen Dank. Ja, ich glaube, es ist sehr gut, dass wir diese Debatte führen, meine Damen und Herren, und dass wir uns mal aussprechen. Vorhin war Herr Brandner hat von Familie gesprochen. Vielleicht ist das jetzt mal ein bisschen Familientherapie für uns. Das ist gut, dass man sich offen ausspricht. Das haben viele von Ihnen heute gemacht. Das haben viele Leute vom Flügel heute gemacht oder vom ehemaligen Flügel. Und das hat Herr Meuthen gestern gemacht, meine Damen und Herren. Und komischerweise, wenn es die eine Seite macht, ist es immer wunderbar in Ordnung. Da darf jeder kritisiert werden, da dürfen für jeden Haltungsnoten verteilt werden. Aber wenn es die andere Seite macht oder wenn es unser Bundessprecher macht, dann ist es plötzlich ein Skandal. Dann kommen die Schneeflöckchen raus, dann wird hier auf und ab gelaufen und gebrüllt. Vielleicht hätten Sie statt Brüllen gestern mal lieber die Rede angehört und hätten was gelernt, meine Damen und Herren. Das ist unser Bundesparteitag, das ist unser höchstes Organ und hier sprechen wir uns aus und dann hören wir uns auch die anderen Meinungen an, meine Damen und Herren. Vielen und das Dank. Ist auch gut so. Vielen Dank. Dann geht es weiter am roten Saalmikrofon. Ja, liebe Parteifreunde, als das Antragsbuch veröffentlicht wurde und ich den Antrag gelesen habe, war meine erste Reaktion, es kommt ein Antrag auf Nichtbefassung und ich werde dem Antrag zustimmen. Die Meinung habe ich gestern geändert nach der Rede von Herrn Meuthen. Es ist angebracht, an Herrn Meuthen Kritik zu äußern. Und ich wäre gegen den Antrag ursprünglich gewesen, weil es klar ist, diese Debatte überlagert die Berichterstattung über das eigentliche Thema des Parteitages, unser Papier zur Sozialpolitik. Aber der Herr Meuthen hat zum wiederholten Male die Rede als Vertreter des Bundesvorstandes dazu missbraucht, hier ganz massiv gegen wesentliche Teile der Partei zu schießen und gegen Teile unserer Wählerschaft zu schießen. Es kommt nicht darauf an, wie man seine Rede vielleicht auch auslegen kann, sondern wie sie draußen aufgenommen wird. Und das weiß ein Herr Meuthen auch vorher. Und da kommt an, die Querdenker sind rechte Spinner und die können nicht einmal gerade ausdenken. Und noch ergänzend, Herr Meuthen, machen Sie sich Gedanken, von wem Sie da im Bundesvorstand unterstützt werden. Da werden Leute die sich Redezeit hier als integre Leute aufspielen, vorbei. Wie Herr Paul und Herr Wolf.
Fragen Herr Sie den Herrn Wolf nach dem Schreiben seiner Burschenschaft vom 6.11.2020 an die Burschenschaft Reno Palacia Augsburg. So, das war deutlich überzogen. Ich habe es versucht. Ich bin schon fast dankbar, dass dieser Antrag von unserem lieben Freund Herrn Mandic kommt, denn besser kann man den Geist dieses Antrages überhaupt nicht beschreiben. Wir haben bereits gestern erlebt, was es bedeutet. Und ich kann sagen, für den großen Teil dieser Partei, der sich bürgerlich fühlt, der das lebt und fühlt, was in unserem Grundsatzprogramm drinsteht, dieser Teil der Partei fühlt sich seit Jahren im Grunde betrogen von denjenigen, die ihre eigene Agenda versuchen, diese Partei reinzubringen und die gesamte Partei in diese Richtung zu bringen. Dafür stehen wir als bürgerliche Konservative und vor allen Dingen als diejenigen, die dieses Land wieder vom Kopf auf die Füße stellen wollen, nicht zur Verfügung. Und es war überfällig, dass von Seiten des Bundesvorstandes, damit von unserem Sprecher, das deutlich gemacht wurde. Und im Ergebnis haben wir gestern erlebt, dass eine Medienlandschaft, auch und gerade der Öffentlich-Rechtlichen, hier über diesen Parteitag neutral und objektiv berichtet hat. Das ist das Verdienst von Herrn Meuthen. Und dafür stehen wir. Vielen Dank. Mein Name ist Petra Federau. Ich bin Kreisvorsitzende der Landeshauptstadt Schwerin. Mein großes politisches Vorbild ist Dr. Gauland, nicht zuletzt, weil er die Worte geprägt hat, seid einig, einig, einig. Und Herr Professor Meuthen, wenn ich Ihre Kolumnen immer lese, ich kann da fast immer jedes Wort unterschreiben. Deswegen war ich gestern so enttäuscht. Mein Herz hat wirklich fast geblutet. Ich bin rausgegangen. Ich konnte Ihre Rede nicht mehr ertragen. Und an dieser Stelle ein Dankeschön an Herrn Krupalla, an Frau Weidel, die ebenso wie Dr. Gauland für die Einigkeit dieser Partei stehen. Danke. Ja, liebe Freunde, Parteifreund Meuthen, wissen Sie, was Sie tun? Sie sorgen mit Ihrem Spaltungskurs und mit Ihren Wortmeldungen, mit der Rede gestern dafür, dass die Umfragen in den Keller gehen. Und dann geben Sie denen, die Sie dabei aufhalten wollen bei Ihrem Zerstörungswerk, die Schuld daran. Das ist unredlich, das ist nicht in Ordnung. Und was tun Sie noch? Sie übernehmen das Narrativ der Medien. Wir würden immer extremer, wir seien ein Haufen Spinner. Das stimmt doch nicht, das Konzertbild. Ich sehe 16 Landtagsfraktionen, also nicht mehr, sind ja leider hops gegangen ein paar. Ich sehe eine Bundestagsfraktion. Ich sehe Professionalisierung auf allen Ebenen. Übernehmen wir also bitte nicht das Narrativ der Medien. So, das ist das eine. Und dann, wenn das Führung heißt, was Sie hier vorführen, weil der Begriff kam ja häufig vor heute. Wenn das Führung ist, lieber Herr Meuthen, dann sind Sie ein Führer ins Nichts. Ich denke, es ist jetzt alles gesagt, zwar noch nicht von jedem. Wir sollten jetzt über diesen Antrag abstimmen. Und Ende der Debatte ist also beantragt. Gibt es eine Gegenrede? Auch am blauen Saalmikrofon. Oh ja, eine Gegenrede gibt es. Das ist eine hitzige Diskussion und es ist irgendwie bezeichnend, dass eine bestimmte Seite von diesen zwei beiden dazu neigt, immer, wenn einer ihrer Redner gerade eine gute Rede gehalten hat oder wo sie glauben, dass die Rede gut wird, zu sagen, jetzt beenden wir die Debatte, so holen wir uns das letzte Wort. Das ist schäbig! Das war eine Gegenrede. Wir stimmen ab über Ende der Debatte. Wer für Ende der Debatte ist, bitte die blaue Stimmkarte. Dann die Enthaltung. Dann ist der Antrag abgelehnt. Wir machen weiter. Okay. Um zusammen Politik zu machen. Meiner Erinnerung nach haben wir gestern einen Leitantrag beschlossen mit 88% Zustimmung. Wir haben gestern bewiesen, dass wir zusammen Politik machen können und dass wir zusammen Politik machen wollen. Und es wäre Ihre Aufgabe gewesen, dieses Zeichen nach außen auch zu verkaufen. Und stattdessen haben Sie einen Anlass geboten für dieses Spektakel hier heute Morgen. Und ja, Sie haben das Recht und Sie haben auch die Pflicht, dieser Partei ins Gewissen zu reden. Aber das kann man machen, wie Herr Dr. Gauland letztes Jahr beispielsweise in Braunschweig mit gewählten Worten. Oder man kann es machen, wie Sie gestern, wo Vielen sich Dank. Die Hälfte der Partei beleidigt fühlt. Dankeschön. Dann geht's weiter am blauen Saalmikrofon. Ja, liebe Freunde,
Mein Name ist Heiner Garbe, ich bin stellvertretender Sprecher des Kreisverbandes Dortmund. Wir haben zur besten Sendezeit sehen müssen, wie Proleten, nicht Proletarier, durch den Bundestag liefen und dort Politiker beschimpften, was ein unsägliches Bild für uns abgab. Was heißt das? Das heißt, hier gab es zu wenig Führung. Alexander Gauland, ich schätze ihn sehr, hat eben hier keine Führung gezeigt im Vorfeld. Er hat da sehr versagt, muss man sagen. Und sich jetzt einfach zu entschuldigen, na ja, das war dann eben so, so kann man das nicht machen. Ich bin seit 2013 in unserer Partei, schon beim Bundesparteitag in Berlin damals. Seit dieser Zeit hat es unserer Partei auf unterschiedlichen Gliederungsebenen immer an Führung gemangelt. Immer. Wir hätten immer mehr Führung und immer mehr Disziplin eigentlich gebraucht, hatten wir aber nicht. Und wenn ich dann das seltsame Interview von Björn Höcke gestern hörte, dann muss ich sagen, der hat es auch nicht verstanden, denn er, Herr Meuthen, hat hier Führung gezeigt und Disziplin gefordert und das im besten Sinn. Danke. Vielen Dank. Dann geht's am Rot. Das geht. Bitte schön. Wir hören hier ständig Einigkeit, Einigkeit, Einigkeit. Aber kann es vielleicht sein, dass manche Mitglieder, nicht alle, aber manche Mitglieder, den Begriff Einigkeit dazu verwenden, jegliche Kritik an Personen abzuwälzen und beispielsweise auch zu sagen, wir brauchen Einigkeit zu jedem Preis. Nein, wir brauchen Einigkeit nicht zu jedem Preis. Wir brauchen Einigkeit in der Sache, wir brauchen Einigkeit auf sachlicher Ebene, aber wir brauchen Einigkeit nicht, wenn es darum geht, sämtliche extremistische Meinungen, die unter anderem auch Herr Mandisch vertreten hat, denn erinnern wir uns, er hat mal gesagt, wir unterscheiden uns von der NPD weniger durch inhaltliche Sachen, sondern mehr durch unser bürgerliches Wählerspektrum. Das, meine Damen und Herren, das bürgerliche Wählerspektrum sind wir gerade dabei zu verlieren, wenn wir Herrn Meuthen hier abschießen. Sie müssen zum Schluss kommen. Und einen Kommentar möchte ich noch dazu abgeben. Einen letzten Satz. Ein Kommentar sei mir noch gestattet. Wenn ich anschaue, dass Herr Manditsch die Einigkeit immer fordert, aber dann sämtliche Parteiordnungsmaßnahmen schon durchlaufen hat und Herr mittlerweile Högel, sogar eine Ämtersperre gegen ihn verhangen hat, dann hat er doch bewiesen, dass er... Herr Högel, die Redezeit ist deutlich überschritten. Einigkeit. Freunde, Einigkeit. Das ist der Kern unserer Partei. Und das brauchen wir auch, vor allem nach draußen. Das heißt natürlich auch, dass wir Streit im Innen zulassen. Aber jetzt müssen wir doch mal gucken, wer hat wo die Einigkeit gefährdet. Es gab eine, unter den Bundestagsabgeordneten wurde mir gesagt, gab es eine Absprache, was man macht, als es gegen dieses Gesetz ging mit den Masken. Da gab es eine Absprache, man hat sich auf etwas geeinigt. Einige sind rausgegangen, haben darauf gepfiffen, haben Leute reingeholt, die da einen Minister angesabbelt haben. Naja, und das Ganze ist uns fürchterlich um die Ohren geflogen. Und das in einer Zeit, wo der Verfassungsschutz geradezu die Messer gegen uns wetzt. Einigkeit. Einigkeit, ja, das ist wichtig, aber das müssen wir von denen einfordern, die sie permanent brechen, um sich danach dahinter wieder zu verstecken. Das sind jene Leute, die auf einem Sarg von Herrn Meuthen tanzen. Das sind jene Leute, die in der AfD eine NPD 2.0 sehen wollen. Das sehen die meisten von uns nicht. Und das sind jene Leute, die Parteifreunde ausschwitzen wollen. Und das dürfen wir nicht zulassen. Herr Dr. Meuthen, ich danke Ihnen für Ihre Führungskraft. Liebe Freunde, ich bin sehr stolz darauf, dass wir eine Partei sind, in der sich Polizisten wohlfühlen, in der sich Soldaten wohlfühlen und sämtliche Beamten durch alle Behördenwege hinweg. Darauf können wir stolz sein und dankbar, dass wir diesen Menschen eine Stimme sein dürfen. So. Das zeigt gleichzeitig, dass wir aber auch als Partei, weil das CDU-Kartell diese Menschen über Jahre hinweg vernachlässigt hat, dass wir als Partei eine ganz besondere Verantwortung übernehmen müssen. Und die Verantwortung definiert sich darin, dass wir nicht zulassen dürfen und auch nicht ein bisschen Futter liefern dürfen dafür, dass diese Polizisten, dass diese Soldaten vielleicht eines Tages nach Hause kommen und ihren Kindern erzählen müssen, ja, ich wurde suspendiert, mein Gehalt wurde um 50% gekürzt, weil einige wenige Idioten Anhaltspunkte liefern, um der eigenen Behörde sozusagen Futter zu liefern. Das darf nicht sein.
diese Menschen tragen wir eine ganz besondere Verantwortung. Und ich danke Ihnen, Herr Professor Meuthen, dass Sie gestern nur genau in diesem Tenor geblieben sind und uns zeigen wollten, wir müssen diszipliniert sein, wir müssen Verantwortung übernehmen für diese Personen, die wir brauchen, die sind Geflügel und die nicht Geflügel. Vielen Dank, die Redezeit ist vorbei. Die nächste Wortmeldung bitte. Mein Name ist Martina Böswald, ich bin Kreisvorsitzende im Breisgau Hochschwarzwald und zu dem 18.11. kann ich ganz konkret beitragen. Wir diskutieren hier uns gerade immer weiter auseinander und deswegen als allererstes, der Herr Dr. Gauland hat mit den Vorkommnissen vom 18.11. nichts zu tun. Gar nichts. Aber Herr Meuthen auch nicht. Und die Diskussion wird hier in einer Art Sippenhaft geführt. Weder Herr Gauland noch Herr Meuthen, ich habe jetzt beides mal den Doktor weggelassen, ist dafür verantwortlich, wenn auf irgendwelchen Seiten Entgleisungen passieren. Am 18.11. sind wir gebeten worden, Rebecca Sommer einzuladen. Ich habe das höchstpersönlich abgelehnt und sie hat einen Weg gefunden, über Petre Büstron in den Bundestag zu gelangen. Petre Büstron ist überfallartig von der Dame angerufen worden und sein Mitarbeiter hat diese Dame, Sebastian Schulz, in die Obhut gegeben und genau in diesen 10 Minuten ist alles das passiert, was uns Prozente gekostet hat. Vielen Dank. Und ich habe ein bisschen den Eindruck, dass diese Diskussion jetzt hier in der Folge geführt wird. Das ist nicht richtig. Wir müssen zum Ende kommen. Wir müssen wirklich einig sein. Dankeschön. Die nächste Wortmeldung bitte. Liebe Parteifreunde, Patrioten, ihr habt an so vielen Stellen schon Intelligenz bewiesen. Das allererste Mal, als ihr in diese Partei eingetreten seid. Und jetzt lasst euch nicht an dieser entscheidenden Stelle von wenigen Querulanten hinter die Fichte führen und lasst uns dieses Schiff nicht zu einem Narrenschiff machen. Diesen Menschen, die im Internet Schmutzkampagne nach Schmutzkampagne gegen unseren Vorsitzenden und andere fahren, denen geht es nicht um die Einheit, denen geht es letztlich nur darum, ihre eigenen Schäfchen ins Trockene zu bringen. Denen geht es nur darum, dass sie auf dem Rücken der AfD weiter ihre Ideologie verbreiten können, die wir alle so nicht mittragen wollen. Hier geht es nicht 50 gegen 50, hier geht es einige wenige gegen 90%. Vielen Dank. Die nächste Wortmeldung am blauen Wahlmikrofon. Dirk Spaniel, Landesverband Baden-Württemberg, Mitglied der Bundestagsfraktion. Liebe Freunde, das, was Sie hier machen, ist kein Spiel. Hier geht es um etwas sehr Wichtiges und es muss uns allen klar sein. Einheit ist tatsächlich das oberste Ziel. Aber Einheit entsteht nicht dadurch, dass sich jemand verordnet. Einheit kann man nicht beschließen. Einheit entsteht durch Vertrauen und Fairness. Und ja, es gehört dazu, dass ein Bundessprecher kritische Themen anspricht. Aber er muss sie so ansprechen, dass sich 40 bis 50% dieser Versammlung hier nicht vor den Kopf gestoßen fühlen. Und das ist das, was Sie sich wirklich auf die Fahne schreiben müssen, Herr Meuthen. Und ein wichtiger Punkt ist aber auch der andere. Wir müssen kritische Fragen über den Kurs der Partei nicht über die Medien spielen. Die stimmen wir ab. Und wenn wir das hier abgestimmt haben, dann machen wir das. Und dann muss unser Bundessprecher auch diesen Weg gehen. Und alle anderen akzeptieren diesen Weg dann hier auch. So entsteht Einheit und Fairness. Und da müssen wir dran arbeiten. Vielen und wenn Dank. Wir das schaffen, dass wir über Abstimmungen den Kurs der Partei bestimmen und Ende nicht kommen. Über Pressemeldungen, dann sind wir da, wo wir hinwollen. Und dann gewinnen wir auch das Vertrauen der Wähler da draußen. Vielen Dank. Vielen Dank. Ja, vielen Dank. Jan Bollinger, stellvertretender Landesvorsitzender Rheinland-Pfalz. Zunächst mal, Herr Obern, Sie haben eben gerade gesagt, dass die Querdenker die mutigsten Menschen in Deutschland seien. Die mutigsten Menschen in Deutschland sitzen hier gerade. Die AfD-Mitglieder, die 7 Jahre lang sich haben anfeinden lassen für unser Land, das sind die mutigsten Menschen in diesem Land. Und was die Rede von Herrn Meuthen betrifft, ich glaube, mit der Grundrichtung, dass wir nur als disziplinierte und seriöse Partei erfolgreich sein können, wird jeder übereinstimmen. Ich war auch mit einigen Spitzen nicht einverstanden und ich bin Herrn Meuthen dankbar, dass er das gerade eben richtiggestellt hat. Aber immerhin, darüber kann man streiten, aber es ist doch widersinnig, wenn sich hier einige beschweren, dass eine solche Diskussion, wenn Herr Meuthen sie führt, zu Spaltung und schlechten Medien führen würde und jetzt gleichzeitig das als eigenen Punkt hier auf die Tagesordnung setzen, damit es medial alles noch mehr überlagert und noch mehr betont wird.
Sie müssen zum Ende kommen. Wenn wir zum Thema Verfassungsschutz kommen, das eine noch, da können wir schlau oder dumm sein. Entweder wir begreifen die innere Logik und machen uns nicht angreifbar, oder wir drehen uns selbst den Strick, an dem sie uns aufhängen. Das sollten wir nicht tun. Vielen Dank. Vielen Dank. Bitte schön. Liebe Mitstreiter, ich heiße Udo Stein, bin Landtagsabgeordneter in Baden-Württemberg. Ich habe also eine gewisse Erfahrung, was Spaltungen angeht. Jörg, ich möchte zu deiner Rede gestern Folgendes sagen. Du hast uns dort in gewisser Weise in ein schlechtes Licht gerückt. Ich habe es dir gestern persönlich auch gesagt. Und ich habe die Bitte an dich, hör auf, über die Stöckchen zu springen, die dir die Presse hinhält. Sei es die Situation unserer Abgeordneten in Berlin, sei es die Situation, was Einzelne und nicht die Mehrheit hier drin ständig von sich geben. Hör einfach auf, immer über diese Pressestöckchen zu springen, und dann können wir unsere Themen spielen und die dringen dann nach außen. Und das ist der wichtige Punkt. Mein Name ist Anne Teska vom Kreisverstand Bad Dürkheim. Es war hier ist ein Antrag angestellt worden, der eine absolute Spaltung bedeutet. Frau Blessin sagte, wir sollen für Sympathien werben. So nicht. Denn Herr Meuthen hat seine Rede mit guten Worten für Einigkeit gemischt. Und er ist in der Öffentlichkeit bei den Wählern, um die geht es uns ja alle, der Frontmann. Das weiß ich, weil ich an jedem Infostand tätig bin. Und diese Rede hier, dieser Antrag ist als absolut parteischädigend. Wir haben hier ein unglaubliches Programm zu arbeiten. Dazu brauchen wir Herrn Meuthen. Herr Meuthen, machen Sie weiter für uns alle. Vielen Dank. Die nächste Wortmeldung am blauen Mikrofon, Herr Glaser. Lieber AfDler, der Antrag mit dem Vorwurf des spalterischen Gebarens ist Wochen alt. Dieser Antrag ist gestellt worden, völlig unabhängig von der Rede von gestern. Die Rede von gestern wird instrumentalisiert für einen personalen Kampf, der geführt wird seit Monaten und seit Jahren und der nichts mit politischen Inhalten zu tun hat, sondern Personenkrieg ist, liebe Freunde. Ich war mit Jörg Meuthen in der Rentenfrage, wie bekannt ist, unterschiedlicher Meinung. Wir haben uns zusammen diskutiert und Jörg Meuthen hat diesen Antrag mit der Dreiviertelmehrheit, ja, in der Bundesprogrammkommission mitbeschlossen. Das war integrative Arbeit von dem Kollegen, der von ganz woanders herkam, zu Beginn dieser Diskussion. Und was machen wir jetzt? Wir machen hier Zensur. Wir hatten doch mal die Idee mit der freien Rede. Jetzt machen wir Zensur auf die Rede eines Spitzenpolitikers dieser Partei bezogen. Das kann doch nicht richtig sein. Wer lässt sich hier instrumentalisieren? Die Interpretation der Medien von gestern als Vorwurf über Herrn Meuthen eins zu eins übernehmen. Das sind die, die sich heute hier instrumentalisieren lassen. Vielen Dank. Es gibt weiter am blauen Saalmikrofon. Hallo, liebe AfDler, einen schönen guten Tag. Mein Name ist Nikolaus Butagoglu, ich komme aus dem Kreis Ludwigsburg, Baden-Württemberg, bin Landtagskandidat für die Landtagswahl 2021 im März. Ich bin hier groß geworden in Deutschland, mit den deutschen Tugenden Leistungsträger zu sein. Das heißt, fleißig zu arbeiten, zu streben, Geld zu verdienen, zu sparen und Disziplin zu haben. Ganz wichtig. Das hat auch Otto Rehhagel der griechischen Nationalmannschaft beigebracht, als sie Europameister 2004 wurden. Mit Disziplin erreicht man auch vieles. Nur, was das anbetrifft. Dann zu der Rede gestern von Herrn Meuthen. Herr Meuthen hat viele Sachen angesprochen. Herr Meuthen hat gesagt, Disziplin, damit hat er recht. Wenn wir Prozente gewinnen wollen, wir in der Kommunalebene, tête-à-tête, 1:1 mit den Bürgern, die uns auf Recht dieser Sachen im Bundestag mit der Störerin im Bezug bringen, verlieren wir die Prozente. Das ist doch klar und deutlich. Aufgrund dessen haben wir die Prozente verloren und nicht auf irgendwelche anderen Sachen. So viel dazu. Dann die andere Sache. Vielen Dank. Die Redezeit ist auch abgelaufen. Mich hat aber gestern
habe ich darauf hingewiesen, Herr Mandic hat gegen Sie Pressefreiheit vorgehen wollen. Das geht gar nicht. Zum Ende und ich kommen. Wurde auch dafür angerufen. Also, die Redezeit ist vorbei. Vielen Dank. Der Nächste bitte. Und der Nächste ist nach vorne gekommen, nimmt sein Rederecht von hier vorne in Anspruch. Bitte schön. Ich bin Andreas Otti, ich bin hauptamtlicher Bezirksstadtrat des Bezirkes Berlin-Spandau, bin aktuell im Landesvorstand und bin Bezirksvorsitzender von Spandau. Meine Damen und Herren, Strategie und Taktik auf der politischen Ebene. Frau Bessin, welche Strategie und welche Taktik verfolgen Sie? Die Strategie ist die Organisierung der entsprechenden Einzelaktionen, nämlich der taktischen Einzelaktionen, die am Ende des Tages zum Erfolg dieser Partei führt. Aber es sind ja nicht nur Sie, Frau Bessin oder Herr Mandic. Es ist Herr Höcke. Wo ist er überhaupt? Zeigen Sie sich mal hier. Sie sind der Strippenzieher im Hintergrund. Der Strippenzieher im Hintergrund, Herr Höcke. Das sage ich hier ganz klar und deutlich. Denn die große... Hören Sie mir bitte zu. Das ist die Kultur hier im Hause. Der nicht entscheiden kann und der nicht weiß, was politische Kampfkraft und der politische Gefechtswert ist. Wir haben eine große Kampfkraft gemeinsam. Der Gefechtswert ist gleich null, wenn Sie Ihre Bataillone im sumpfigen Gelände stehen lassen. Und folgen Ihre Sie, Redezeit ist vorbei. Bitte schön, unserem Bundessprecher, ich kann Ihnen hier nichts verordnen, nur eins, um eins bitte ich. Sie, ganz eindringlich, haben Sie Haltung. Dankeschön. Vielen Dank. Dann geht es weiter am blauen Saalmikrofon. Bitte schön, am blauen Saalmikrofon. Liebe Parteifreunde, mein Name ist Robert Lambrou, ich bin der Landessprecher der AfD Hessen. Ich sehe, dass sich viele Parteikollegen von der Rede von Jörg Meuthen gestern persönlich angegriffen fühlen. Ich kann das verstehen. Jörg Meuthen hat hier aber am Saalmikrofon heute einige Dinge klargestellt. Ich bitte, das auch zur Kenntnis zu nehmen. Grundsätzlich, ich stehe hinter Tino Chrupalla. Und ich stehe hinter Jörg Meuthen. Wir wollen alle Deutschland wieder auf Kurs bringen und retten. Das werden wir nur zusammen schaffen. Im Moment bricht hier gerade etwas auf, was seit langem schwelt, unkontrolliert. Die Presse feiert Orgien. Es wird alles live übertragen. Ich kriege auch Nachrichten auf meinem Telefon. Was macht ihr hier gerade in der Halle? Ihr zerlegt euch. Diese Diskussionen sind wichtig. Sie müssen geführt werden. Die Einheit der Partei liegt uns allen am Herzen. Aber ich glaube nicht, dass wir das auf diese Art und Weise, wie wir es im Moment machen, hinbekommen. Deswegen bitte ich Sie, beschädigen Sie weder Tino Chrupalla noch Jörg Meuthen. Lehnen Sie diesen Antrag ab. Über die Rede wird zu reden sein von Jörg Meuthen. Vielen Dank. Aber bitte nicht vor den Augen der Öffentlichkeit und der Presse. Vielen Damit beschädigen Dank. Wir uns. Wir wollen Deutschland retten und uns nicht zerlegen. Dankeschön. Dann geht es am blauen Saalmikrofon direkt weiter. Ja, guten Tag, liebe Parteifreunde. Mein Name ist Hanno Bachmann, Bezirksverband Pankow aus Berlin. Worum geht es eigentlich bei diesem Antrag? Das ist nicht nur ein Missbilligungsantrag, sondern das ist ein getarnter Abwahlantrag. Das sollte uns allen klar sein. Ich hätte mir gewünscht, die Antragsteller hätten den Mumm gehabt, dann auch einen Abwahlantrag zu stellen. So hätte sich das gehört. Es ist, glaube ich, in der Debatte deutlich geworden, dass Teile der Partei sehr unzufrieden waren mit der gestrigen Rede. Das haben Sie zum Ausdruck gebracht. Aber ein Parteisprecher ist eben dafür gewählt, auch mal den Finger in die Wunde zu legen. Das hat er gemacht. Er ist seiner Aufgabe nachgekommen. Sie haben Ihren Unmut darüber zum Ausdruck gebracht. Aber überlegen Sie sich bitte genau die Tragweite Ihrer Entscheidung und lehnen Sie diesen Antrag deshalb ab. Vielen Dank. Vielen Dank. Dann der Nächste am blauen Saalmikrofon, Jacobi. Ja, ich möchte der Versammlung gerne eine Buchempfehlung ans Herz legen. Das ist das Buch Die Torheit der Regierungen. Es zeigt an einer Reihe von historischen Fallbeispielen, wie Staaten, Regierungen, Organisationen zugrunde gehen und zeigt auf, dass das immer dann der Fall ist, wenn diese Organisationen die Fähigkeit zur Selbstkritik verlieren. Ja, und das ist unsere große Schwäche momentan. Wir gehen nämlich auch diesen Weg. Jetzt könnte ich aus dem Stand ungefähr 5 oder mehr Punkte aufzählen aus der Rede von Herrn Meuthen gestern, die mir en Detail nicht so besonders gut gefallen haben, über die man reden muss, die vielleicht auch fehl am Platze waren. Ja, insbesondere über einzelne Vokabeln zu resonieren und da die Kritiker zu machen, ob welche Vokabeln man nur verwenden darf oder nicht, das muss nicht sein. Aber
Ein Kernpunkt war da drin und bei dem habe ich auch applaudiert. Und das war der Kernpunkt, dass wir die Fähigkeit zur Selbstkritik da, wo etwas entgleitet, wo etwas schiefläuft, erst noch finden müssen. Wir haben regelmäßig, wenn etwas schiefläuft und wenn Kritik und auch Sanktionen angebracht werden, den Ruf nach Einigkeit, um diese Kritik zu unterdrücken und abzubrechen. Und der Antrag, über den wir jetzt hier verhandeln, hat wieder genau dasselbe Ziel, die Kritik, die nötig ist, zu unterbinden. Und deswegen ist dieser Antrag bitte abzulehnen. Ich appelliere ganz dringend. Nein. Ja, meine lieben Parteifreunde, wir zünden gerade unser eigenes Haus an. Ich war auch gestern mit vielen Punkten von Jörg Meutens Rede nicht einverstanden, insbesondere den Bezug auf das Thema Querdenker und Otto von Bismarck. Allerdings, Disziplin ist eine deutsche Tugend und wenn das der Parteivorsitzende fordert, ist das nichts Schlimmes. Und man muss sich hier auch die Frage stellen, der ursprüngliche Antrag war nicht gestellt, bevor die Rede gehalten worden ist. Warum wurde denn kein Abwahlantrag gestellt? Das wäre aufrecht gewesen. Dann hätte man hier mit offenem Visier kämpfen können. Und ich finde es gut, wenn in unserer Partei mit offenem Visier gekämpft wird. Wir müssen unseren Parteivorsitzenden kritisieren dürfen, egal aus welcher Richtung, die auch immer. Ich habe auch viele Dinge, die mich an Jörg Meuthen stören. Ich habe viele Dinge, die ich an Jörg Meuthen gut finde. Aber was wir hier gerade machen ist, wir erweisen uns einen Bärendienst. Es gibt Dinge, da muss drüber diskutiert werden. Vergesst nicht, nächstes Jahr ist Bundestagswahl, nächstes Jahr ist die Landtagswahl in Baden-Württemberg, in Sachsen-Anhalt und in vielen anderen Bundesländern. Und wenn wir jetzt hier die Bude anzünden, dann können wir froh sein, wenn wir im Bund über 5% sind. Deswegen lehnt diesen Antrag bitte ab. Vielen Dank. Hallo, ich denke, wir sollten jetzt langsam wieder das tun, wofür wir hier hingekommen sind. Also ich bitte, das jetzt zu beenden. Ende der Debatte ist beantragt. Gibt es dazu eine Gegenrede? Ich weiß nicht, was das soll. So viele Anträge auf Abbruch. Jetzt müssen wir das wirklich mal in Ruhe weiter diskutieren. Wobei die Betonung darauf liegt, in Ruhe und nicht schreien. Feld, Herr Seitz, bitteschön. Ja, liebe Parteifreunde, es geht hier um Kritik an unserem Bundessprecher. Die halte ich für begründet. Deswegen habe ich mich auch vorhin für den Antrag ausgesprochen. Allerdings in Satz 2 des Antrags wird das Verhalten von Herrn Meuthen in kausalem Zusammenhang mit Wahlergebnissen oder Wahlprognosen und Umfrageergebnissen gestellt. Die Frage der Kausalität kann niemand von uns objektiv beantworten. Es gibt jeden von uns, der kennt Leute, die sagen, wir wählen die Partei nicht wegen Meuthen, und er kennt Leute, die sagen, wir wählen die AfD nicht wegen Mandic oder wegen Höcke. Beides ist nicht repräsentativ. Außerdem unterliegt der Wählerzuspruch großen Schwankungen und ist in großen Teilen, auch was Umfragen angeht, fehlerbehaftet. Deswegen plädiere ich dafür, diesen Satz zu streichen, weil wir darüber in der Tat keine Aussage treffen können. Und niemand soll gehindert werden, seiner Kritik an Herrn Meuthen Ausdruck zu verleihen, nur weil er sagt, aber dass er dafür jetzt auch in Prozenten verantwortlich gemacht werden kann. Davon will ich mich nicht überzeugen. Danke. Liebe Freunde, die Debatte müsste uns eigentlich alle, wie sie jetzt gelaufen ist, betroffen machen. Ich dachte eigentlich, wir wollten besser sein, zusammen, als die Sozialdemokraten. Heute haben wir es geschafft, in dieser Diskussion das Niveau einer SPD nach unten hin zu unterlaufen. Zur Geschäftsordnung, bitte. Deshalb stelle ich den folgenden Geschäftsordnungsantrag, weil wir uns, glaube ich, in der Debatte jetzt auch noch technisch verlaufen haben und damit eine Öffentlichkeitswirksamkeit herstellen wollen. Ich bin nämlich der Meinung von Albrecht Glaser. Und um das jetzt vielleicht in Würde und vernünftig, damit wir hinter den Kulissen, damit unser Bundesvorstand und vielleicht auch andere Gremien reden können, stelle ich den Antrag, Nichtbefassung, Absetzung dieses Tops. Lasst uns dieses unwürdige Spiel an dieser Stelle hier noch beenden. Und gebt damit allen Personen die Möglichkeit, mit Gesichtswahrung aus dieser Debatte auszutreten, daraus zu lernen. Wir haben auch viele positive Aspekte gehört. Und lasst uns bitte nicht das wirklich geile Resultat von gestern jetzt heute kaputt machen. Ihr habt ja jetzt noch die Chance, deshalb Absetzung dieses Tops und lasst uns weitermachen. Bitte.
Liebe Freunde, ich bitte euch zu bedenken, dass es nicht das erste Mal ist, was Herr Meuthen hier gestern veranstaltet hat. Wir haben die Fraktionsspaltung gehabt, wir hatten eine ganz üble Rede zu einem Parteitag in Heidenheim, der genauso begonnen hat wie gestern hier, indem er die Hälfte der Mitglieder beschimpft hat. Ich bin auch dafür, dass wir wirklich hier Sacharbeit machen, aber Herr Meuthen muss endlich mal begreifen, dass er so nicht weitermachen kann, ohne dass er die Hälfte der Partei verliert. Und deshalb müssen wir ihn irgendwie ermahnen oder was auch immer, aber er kann und darf so nicht weitermachen, sonst ist das Ende der AfD. Deshalb bitte, lasst uns darüber abstimmen. Vielen Dank. Das war eine Gegenrede zum Geschäftsordnungsantrag auf Nicht-Weiterbefassung mit diesem. Und dann bitte ich, die Abstimmung zu schließen, ein Ergebnis einzublenden. Dann ist Nicht-Befassung mit diesem Antrag beschlossen.